Hier sind mega spannende Minecraft-Fakten, die nur echte Pros kennen. Nummer 1. Piglin-Handelsfarmen können ziemlich OP sein. Leider dauert es immer sehr lange, bis die Piglins uns Gegenstände zuwerfen. Bedrock-Spieler haben jedoch eine Lösung gefunden, um mit ihnen viel schneller zu handeln. Alles, was wir brauchen, ist ein klebriger Kolben und ein Goldblock. Wenn wir diese beiden Blöcke mit einer Redstone-Schleife verbinden, die den Kolben und damit den Goldblock immer wieder hin und her bewegt, können wir Minecraft austricksen. Werfen wir nun die Goldbarren zu den Piglins, lassen diese bei jeder Bewegung des Kolbens Gegenstände fallen und wir werden plötzlich mit einer ganzen Menge Gegenstände überflutet. Nummer 2. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, unter Wasser zu atmen. Am einfachsten ist es, das Wasser in dem Block, in dem man steht, mit dem Eimer zu entfernen. Wenn man das immer wieder hintereinander macht, entsteht ein Luftloch, in dem man atmet und so im Wasser ohne Zaubertrank überleben kann. Die meisten werden das aber schon kennen und deswegen haben wir hier noch eine bessere Methode. Wenn wir im Wasser nach oben schwimmen und uns zwischen der Wasseroberfläche und dem Wasser befinden, können wir atmen und gleichzeitig schnell über das Wasser kommen. Nummer 3. Während man im Nether kein Wasser platzieren kann, funktioniert das Ganze aber mit Pulverschnee. Habt ihr das gewusst? Auch wenn es keinen Sinn ergibt, können wir mit einem Pulverschneeeimer entweder unser Leben retten oder, wenn wir Schuhe anziehen, damit unseren Weg nach oben bauen. So ist ein Pulverschneeeimer nicht nur ein Lebensretter, sondern wir sparen dadurch auch noch Rohstoffe. Nummer 4. Schätze zu finden ist ja nie so einfach, denn selbst wenn man sich auf dem Roten Kreuz auf der Schatzkarte befindet, dauert es noch einige Zeit, bis man die Truhe gefunden hat. Hier gibt es allerdings einen Trick. Öffnet dafür einfach den Debug-Bildschirm mit der F3-Taste und achtet auf diese Zahlen hier. Die Schatztruhen befinden sich immer bei 9 und 9 in jedem Chunk. Hier müssen wir nur nach unten graben und tada, wir haben die Schatztruhe gefunden. Nummer 5. Für Wasseraufzüge müssen wir immer mehrere Eimer Wasser verwenden, damit der Seelensand die Bläschen erzeugt, durch die wir nach oben gelangen können. Um diese Aufzüge viel schneller zu bauen, verwendet man einfach Seetang. Denn wenn wir den Seetang auf den Seelensand legen und ihn mit Knochenmehl wachsen lassen, können wir die Wasserquellen viel schneller erzeugen. Nummer 6. Um mit Elytren große Entfernungen zu überwinden, benutzen wir Feuerwerksraketen, die uns nach oben schießen. Es gibt aber auch eine Methode, bei der wir die Raketen gar nicht brauchen. Dazu springen wir von einem hohen Berg und fliegen auf und ab. Wenn wir das in einem Winkel von etwa 45 Grad immer wieder tun, bleiben wir viel länger in der Luft als sonst. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach und deswegen gibt es noch eine andere Methode, die nur absolute Profis kennen. Verzaubert einfach einen Dreizack mit Sog, geht ins Wasser und zieht die Elytren an. Nun müssen wir den Dreizack nur noch nach oben richten und sobald wir ihn benutzen, werden wir in den Himmel geschleudert und können so mit den Elytren über weite Strecken fliegen. Wir können uns aber auch selbst einen Abschussmechanismus bauen. Das funktioniert mit Booten, die wir hier reinstellen. Dann schieben wir eine Glasscheibe in die Boote und bauen so eine Vorrichtung. Zu guter Letzt zerstören wir das unterste Boot und wenn wir jetzt die Elytren anziehen und hier reinspringen, schwupps, werden wir in die Luft geschossen. Ziemlich cool, oder? Nummer 7. Ferngläser sind wirklich praktisch, wenn man kein Optifine installiert hat, aber sie sind nicht gerade beliebt, weil das Sichtfeld durch die schwarzen Balken an den Rändern stark eingeschränkt ist. Die einfachste Lösung, um die schwarzen Balken zu entfernen, besteht darin, die F1-Taste zu drücken. Damit verschwinden die Balken einfach. Nummer 8. Die Glück-3-Verzauberung ist eine der besten, aber auch seltensten Verzauberungen im Spiel. Aber hey, ist ja auch klar, man bekommt schließlich mehr Dias aus Diamantblöcken. Aber wusstet ihr, dass die Glücksverzauberung noch eine weitere geheime Funktion hat, die nur Profis kennen? Und zwar können wir sie auch für unsere anderen Werkzeuge verwenden. Auf diesem Feld erhalten wir durch den Abbau mit der Verzauberung viel mehr Pflanzen als sonst. Hier steigt die Anzahl der Drops von 1,7 auf 3,42 im Durchschnitt. Aber auch bei vielen anderen Blöcken und Pflanzen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, mehr Drops zu erhalten. Nummer 9. Der Kohleblock kann als Brennstoff im Ofen verwendet werden. Er ist effizienter als 9 einzelne Kohlestücke, da er 80 Gegenstände erhitzen kann, während die 9 einzelnen Kohlenstücke zusammen nur 72 Gegenstände erhitzen können. Das bedeutet, dass wir ein Kohlestück pro Block umsonst bekommen. Es lohnt sich also von nun an, die Kohleblöcke zu verwenden. Aber es gibt auch noch eine viel effizientere Art, Kohle zu nutzen, und das ist das Lagerfeuer. Denn mit nur einer Kohle können wir ein Feuer entfachen, das dauerhaft brennt und gleichzeitig eine unendliche Menge an Essen für uns grillen kann. Das Lagerfeuer braucht dafür 30 Sekunden, um unser Essen fertig zu machen, was immer noch schneller ist, als das Essen in den Ofen zu tun. Nummer 10.
10. In PvP-Spielen wie Bed Wars oder Skywars sind Brücken unerlässlich, um irgendwie halt zum Feind zu gelangen. Minecraft-Profis haben im Laufe der Jahre Methoden entwickelt, um diese Brücken viel schneller zu bauen. Die einfachste Methode, die die meisten bereits kennen, ist das Speedbridging, bei dem man während des Bauens kurz aufhört zu sneaken, nach vorne geht, wieder sneakt und einen Block setzt und diesen Vorgang dann immer weiter wiederholt. Es gibt aber auch andere Methoden, wie zum Beispiel den Moonwalk, bei dem man die Blöcke von der Seite setzt. Telebridging, das so funktioniert und bei dem man die Maus so bewegt, dass die Brücke noch schneller gebaut wird. Godbridging, bei dem du die Blöcke ohne zu sneaken platzierst, aber du nicht von der Brücke fällst, weil du die Blöcke genau zum richtigen Zeitpunkt unter dir platzierst. Cha-Cha-Bridging, das so funktioniert. Und die verrückteste Methode überhaupt, die Andromeda-Methode. Bei dieser Technik baust du einen Block über dir und einen unter dir und zwar ganz schnell. Warum man das können muss, weiß ich nicht, aber hey, möglich ist es. Nummer 11. Dorfbewohner an bestimmte Orte zu transportieren, an denen wir sie haben wollen, ist nicht so einfach, denn sie sind wirklich stur. Sie können zwar in Booten sitzen und so über lange Strecken transportiert werden, was, wenn wir in einen Fluss gehen, keine so schlechte Idee ist, aber es gibt noch eine andere, bessere Methode. Dazu zerstören wir alle Betten in einem Dorf. Wenn wir ein Bett und die Glocke an einem beliebigen Ort im Umkreis des Dorfes aufstellen und die Glocke läuten, kommen alle Dorfbewohner angerannt. So können wir zum Beispiel diese Falle hier bauen oder, wenn sie über weite Strecken transportiert werden sollen, können wir sie immer weiter in eine bestimmte Richtung locken, indem wir die Glocke und das Bett an einen anderen Ort platzieren, sobald sie angerannt kommen. Nummer 12. Jeder weiß, dass die Gegenstände, die wir von Dorfbewohnern bekommen, wirklich OP sein können und unser Spiel erheblich voranbringen. Der Bibliothekar sticht hier besonders hervor, weil er der einzige Dorfbewohner ist, der die Angebote ändert, wenn wir das Lesepult, mit dem er verbunden ist, abbauen und wieder aufstellen. Auf diese Weise haben wir eine bessere Chance, die benötigten Gegenstände von ihm zu bekommen. Bei anderen Dorfbewohnern ist das leider nicht möglich und die angebotenen Produkte ändern sich nur, wenn wir einen Gegenstand mit Smaragden kaufen. Nummer 13. Um sich in unserer Welt besser zurechtzufinden, können Koordinaten ziemlich hilfreich sein. Aber wer kann sich die Koordinaten schon merken? Und ja, auch Ferngläser stoßen irgendwie schnell an ihre Grenzen. Die Lösung lautet Karten. Wenn wir nämlich eine Karte erstellen und ein Banner umbenennen, können wir mit einem Rechtsklick auf das Banner mit der Karte einen festen Wegpunkt markieren. Das ist äußerst hilfreich und viel billiger als ein Leitstein und ein Bergungskompass. Aber wenn die Karten immer noch zu teuer sind, kann man auch einfach diese riesigen Türme bauen, um wichtige Orte zu markieren. Das sieht zwar nicht schön aus, aber es kann auf jeden Fall hilfreich sein. Verwendet aber bitte fallende Blöcke, die ihr schnell wieder entfernen könnt, oder Gerüste, damit ihr diese Türme nicht mit der Spitzhacke wieder abbauen müsst. Nummer 14. Anstatt Trockenbetonpulver in Wasser zu stellen, um Betonblöcke zu erhalten, baut man einfach eine Fläche wie diesen Boden hier und flutet sie mit Wasser, um feste Betonblöcke zu erhalten. Das gleiche gilt für Wände. Wasser platzieren, warten, bis es heruntergelaufen ist und es dann entfernen. Tada! So einfach ist das. Nummer 16. Die meisten bauen 2-Block-hohe Gänge, um Rohstoffe im Boden zu farmen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, Gänge zu bauen, die noch besser ist. Platziert eine Falltür an der Wand, geht in den Block, wo die Falltür ist, schließt sie, sodass wir unter der Falltür auf dem Boden sind und auf diese Weise können wir nun durch ein Loch graben, das 1 Block hoch ist. Nummer 17. Enderperlen haben eine geheime Fähigkeit, die nur echte Minecraft-Profis kennen. Wenn wir im Nether eine Enderperle aus der Renderdistanz werfen, teleportiert sie uns und zwar nur dann, wenn der Bereich gerendert wird. Auf diese Weise können wir kontrollieren, wann genau wir teleportiert werden. Das heißt, wir können die Enderperle einfach weit wegwerfen, die Renderdistanz minimieren und überall hingehen, wo wir wollen. Sobald wir die Renderdistanz dann wieder erhöhen, wird der Bereich geladen und die Enderperle trifft auf einen Block, wodurch wir teleportiert werden. Ziemlich cool, oder? Ein anderer Trick ist, sich gegen Wände zu teleportieren und sofort einen Block zu setzen, um nicht zu Boden zu fallen. Dazu werfen wir einfach eine Enderperle und klicken oft auf einen Block auf dem Boden unter uns. Sobald die Enderperle auf einen Block trifft, platzieren wir auf diese Weise einen Block direkt
direkt unter uns. Nummer 18. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als PvP anders funktionierte? Damals in Version 1.8 spielte die Klickgeschwindigkeit eine große Rolle bei der Entscheidung, wer gewinnt. Die Angel war extrem wichtig, denn sie ermöglichte uns nicht nur Gegner ein wenig von uns wegzustoßen, sondern auch viel mehr Schaden anzurichten, wenn wir den Gegner direkt nach dem Rückstoß der Angel mit dem Schwert trafen. Heute, mit dem Cooldown nach einem Schlag, geht es zum Glück nicht mehr darum, wer am schnellsten klickt, sondern eher um die Strategie. Nummer 19. Wenn unsere Schwerter und Werkzeuge nur noch ein wenig Haltbarkeit haben, können wir sie im Handwerksfeld zusammenlegen und kombinieren, sodass wir aus zwei Werkzeugen mit geringer Haltbarkeit ein Werkzeug mit höherer Haltbarkeit erhalten. Nummer 20. Kessel sind nicht wirklich hilfreich, aber sie haben Funktionen, die nur echte Minecraft-Profis kennen. Denn wusstet ihr, dass man gefärbte Lederrüstung entfärben kann, indem man mit einem Stück Lederrüstung in den Kessel klickt? In Bedrock ist es sogar möglich, das Wasser im Kessel zu färben. Wenn wir hier mit Lederrüstungsteilen auf den Kessel klicken, werden sie tatsächlich in die jeweilige Farbe gefärbt.